Hallo, ihr verrückten Vögel. Was macht ihr denn hier? Was machst du denn hier? Ich halte das Licht. Warum? Wofür? Wegen dem da. Weil deine Frau kriegt ein Tattoo, ne? Genau. Wie findest du das, dass sie meinen Namen sich tätowieren lässt? Findest du das nicht ein bisschen gruselig? Ja, ich find das ehrlich gesagt schön, weil ich deinen Namen auch kriege. So Leute, so geht das. Das geht auch ohne Theater, ohne Eifersucht, ohne alles. Wie kamst du auf diese Idee? Ich habe festgestellt, dass das geht und dann dachte ich, cool, will ich auch. Ja, weil es geht. Sehr, sehr gut. Was geht denn? Ist fast so, wie, weil ich es kann. Ja. Genau. Was geht denn noch bei euch beiden sonst so? Was macht ihr denn sonst so? Den ganzen Tag? Außer bei Marc Benecke zu sein? Ja, genau. Ich bin mehr oder weniger Student und spiele in meiner Freizeit in der Band, ja. Was studierst du denn? Sanitärheizung, Klimatechnik, wenn man so nimmt. Ja, und was für eine Band ist das? Was für eine Musikrichtung? Eine Mischung aus Stoner und Metal. Ah, sauber. Bist du auch in der Band? Nee. Wärst du gerne in der Band? Nein. Sie ist unser erster Groupie. du bist der offizielle Groupie. Naja. Hast du ihn kennengelernt, weil du Unterhosen und Bärchen auf die Bühne geworfen hast beim Konzert? Nein. Nur Unterhosen? Nein. Nein. Was für Musik hörst du denn? Oh, querbeet. Querbeet? Auch ja. Beyoncé, was wir gerade gehört haben? Ja, weniger. Ja, weniger. Wunderschön. Also eher Rock, Metal, Gothic. Ja. So. Ja. Hässchen, und was machst du da? Tätowieren, also ich bin der Gegenpart. Sie wird tätowiert, ich tätowiere. Ich verstehe. Ist das eigentlich schwierig, so Rock'n'Roll-mäßig zu tätowieren mit einem Handy-Lampe und so? Ach, es geht, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, es ist schwierig, aber es macht auch Spaß. Ja. Und das ist ja die Hauptsache, wenn es allen Parteien Spaß macht. Das stimmt, das ist allerdings völlig richtig. Und du hast gesagt, nicht alle in deiner Familie finden Tattoos aber geil, ne? Ja. Ja. Was gibst du denn für einen Rat für 13-, 14-Jährige, wie man seine Familie da ein bisschen weich kochen kann? Mit 13, 14 schon mal gar nicht. Sehr vernünftig. Und dann mit 18? Ja, ne, gründlich drüber nachdenken. Und mit 18, das ist ja eh die eigene Entscheidung. Sehr richtig. Man muss selber damit leben. Seht ihr, Leute, so geht das Erwachsen. Ohne Theater. Ich höre hier nur erwachsene Antworten. Sehr, sehr, finde ich sehr, sehr gut. Weil wir auch grundvernünftige Leute sind. Ja, aber na, wirklich. Der war gut. Wirklich, seid ihr wirklich, ey. Hätzchen, was würdest du tun, wenn du jemanden wenn jemand sagen würde, er ist dagegen, dass du ein Tattoo kriegst? Würdest du dann auch sagen, ist ja nö, meine das Sache. Ist mir scheißegal. Ja. Also erstmal, ich habe ja keine Tattoos. Ja. Und aber wenn das jemand sagen würde, wäre es mir genauso egal, wie wenn jemand sagen würde, ich finde deine roten Haare scheiße. Ja. Weil ich finde meine roten Haare ja schön. Ja. Und das muss ja niemand anders schön finden. Sehr richtig. Ich muss mich selber schön finden. Genauso wie mit Tattoos. Man muss sich selber schön finden. Ja, das stimmt. Also, eine Lehrstunde in vernünftigem und erwachsenem Verhalten hier bei unseren Rock'n'Roll-Tattoos. Also hier ist quasi Vernunft und Rock'n'Roll treffen sich. Das ist super. Ja, gut, ne? Ja, sag mal, noch eine letzte Frage an dich. Was denkst du eigentlich zum Thema lange Haare? Die verstopfen ja ständig Abflüsse und müssen dich doch eigentlich in den Wahnsinn treiben, wenn du da in dem Bereich unterwegs bist. Ja, also erstaunlicherweise, sag mal, Pipi und Kacke ist nicht das Schlimmste in dem Beruf. Das sind tatsächlich die Haare. Ja. Gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Wärst du froh, wenn mehr Menschen kurze Haare hätten? Ja, nee. Nee, das nicht. Ich habe ja selber ein bisschen länger. Das stimmt. Ja, also, mit den Haaren musst du klarkommen, das ist immer so. Also auch mit meinen Haaren. Ja. Ja. Aber da gibt es so ein schönes Sieb, das kann man über den Abfluss legen, das fängt die Haare auf. Das funktioniert auch, ja. Ne? Das müsst ihr auch. Ja, liebe Damen, das müsst ihr nur ab und zu mal leer machen, weil sonst nützt das Beste sicher. Das mache ich auch. Das machst du auch, ja. Ich habe mit anderen Damen geredet. Ja, okay, das stimmt. Ja. Aber du regst dich ja immer gerne über die einzelnen Haare auf, die irgendwo im Waschbecken rumliegen. Ein einzelnes Haar, das ist... Bist du auch so penibel bei einzelnen Haaren? Oder? Nö. Nee, also bei dir müsste schon eine richtige Verstopfung... Habt ihr eigentlich das Kalkproblem auch, dass die Rohre verkalken? Überhaupt nicht. Geil. Wir haben sehr, sehr gutes Wasser in Dresden. Scheiße, ey. Da sollten wir wohl nach Dresden. In Köln ist es nämlich so, dass die Rohre dann nur noch so, da passt dann nur noch ein Finger durch irgendwann. Aber wir haben ein römisches Abwassersystem. Da kann man in ein noch aus Rom. Die Cloaca Maxima. Genau, so ähnlich. Da haben wir, Zeit, meinst du? Ja, da haben wir nämlich so einen Kronleuchtersaal, so ähnlich wie dieser Kronleuchter da. Der hängt da tatsächlich. Und da waren früher Kerzen drin, dass wenn zu viel Gase, Kerzen, erstickende Gase da sind, dann ist das ausgegangen, da musste man rausgehen. Vielleicht treffen wir uns da eines Tages mal. Da kann man die ganzen Abwässer an sich vorbeiziehen sehen. Also in Dresden gibt es einen Neustädter und einen Altstädter Kanal und der war dann irgendwann so in der Zeit der DDR war der quasi bis auf Größe von einem, also der ist eigentlich so groß wie ein Klassenraum im Durchschnittlichen und der war dann auf Größe von einem Quadratmeter zugesetzt. Von was? Nur von Fels, was? Oder? Ja, Pipi und Kacke. Achso, Pipi und Kacke, ja. Ja. Aber
Findest du das eigentlich komisch? Also ich werde ja immer gefragt, ob meine Frau das komisch findet, wenn ich mit faulen Leichen arbeite. Findest du das komisch, wenn dein Mann mit zugesetzten Kanälen arbeitet? Nö. Nee. Irgendein Tipp? Weil alle Leute mich immer fragen. Also ich sage immer, ja, es ist, wie es ist. Ne? Nein. Jeder macht das, was er gerne macht und dann ist das gut so. Ja. Also ihr seht schon, Leute, hier ist ein Sieg der Vernunft und meine Tattoos sind ein Garant dafür. Lasst auch ihr euch meinen Namen, meine Made und den Vampir-Smiley und das Sternchen auftätowieren. Tschö, viel Spaß noch.